Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kenji Days of the Blades. Days of the Blade. Okay. In der letzten Folge haben wir den unendlichen Kampf fortgesetzt und ich bin jetzt zu dem Punkt gekommen, dass ich diese Krabbe hier gespawnt habe. Und ja, wir heilen uns jetzt erstmal hoch. War genauso beschissen wie die anderen beiden Mal. Und davor. So. Jetzt glaub mal bloß, dass ich da reingehe. Ohne Kamui. Weil, ja, ich werde dieses verdammte, nein, dieses verdammte Viech so weit von mit Dingens jetzt hier vollballern, die Kamui angriffen. Also ja, ich möchte endlich hier von dieser verdammten Schlacht hier weg. Gibt's denn nichts Besseres irgendwie so? Ich glaube nicht, ne? Verdammt. Okay, dann hier, hier, hier. So, dann schaffen wir es schon irgendwie jetzt. Müsste ich erst wieder Dinge kaputt machen, glaube ich. Ich doof jetzt. Gewesen sind jetzt nur noch einer hier. Ich habe irgendwie einen Kampf irgendwie jetzt unter Kontrolle gehabt. Ich habe immer erst die Generäle und dann alles andere hier kaputt gehauen. Und das scheint es, glaube ich, gebracht zu haben. Das zieht so viel ab, ne? Da kommen wir irgendwo hier hin, wo man besser kämpfen kann. Oh, und ich bin schon wieder leicht tot, wenn das so weitergeht. Gibt es nicht irgendwas, was mir die Verteidigung ein bisschen erhöht? Ja. Der Super geht noch auf einen. Boah. Ja. Toll, der hat mich voll. Ma. Ich werde den schön vorbei. Nee. Ich habe keinen Bock, den ganzen Kampf nochmal zu machen, deswegen gehe ich jetzt auf Nummer sicher hier. Ich glaube aber bloß, dass ich jetzt irgendwelche Risiken eingehe. Mal wieder irgendwo hier in so eine kackte Kamerafahrt hier. Würde ich ja gerne mit Kamui ein bisschen zuballern. Geht, glaube ich, nicht, ne? Boah, guck sich da dann an, wie viel das abzieht. Da, was zum Teufel? Soll ich dagegen dann machen? So, komm her. Oh weh, der kann die Scheren und so wieder alles neu machen. Will mich jetzt richtig ankotzen. Oh. Das ist abwehren, verdammt. Na, komm her, ich sehe dich nicht. Abwehren bringt irgendwie nichts, habe ich das Gefühl. Ja, greifst du mal an. Ey! So war es ja ganz toll. So hat er gemacht. Was? Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe angegriffen. Genau in dem Moment hat er angegriffen. Wie unfair. War doch nicht den Angriff. Dreh ich um. Meine Güte.
Ah, meine Geduld geht ja echt den Bach runter. Komm, komm her. Ey, der kämpft unfair. Der greift an, wenn ich angreife. Was ist das? Zack, so, jetzt reicht's. Der greift nie an, wenn... Der greift nur an, wenn ich angreife. Sowas ist unfair, ganz ehrlich. Weiß ich, warte die ganze Zeit, ne? Komm, drück ich einen Knopf, kommt er auf mich zu. Also wenn ich schutzlos bin. Und wie viel abziele ich, habe keine Chance gegen das Vieh. Oh, komm her. Oh. Also wenn er ein bisschen weniger abziehen würde, ne? Oh nein, da rede ich um. Komm her. Boah, echt, hätte sein können. Oh. Komm her! Boah! Endlich! Leck mich am. Wehe, die Schlacht ist nicht vorbei, sonst wird hier irgendwas kaputt gehen. Ah, wie ist das hier? Hashiman, okay. Nach einem Kriegsgott benanntes Schwert. Die Klinge trägt die Inschrift Hashiman Daibasatsu. Drachenzorn, ein Schweinerdrache in jedem Schwung. Schläge reichen bis zum Himmel. Bachtstelze, Waffe, deren Klinge den Himmel durchstreift, wie der Vogel, dem sie nachgefunden ist. Wogende Wolke, Klinge so leicht wie ihr Name, der Besitzer kann sie lange schwingen, ohne müde zu werden. Oh Mann, ist er jetzt vorbei? Ich bin ein ganz klein bisschen genervt, ganz ehrlich. Ich will einfach jetzt nur zum Speicherpunkt gehen und weiß ich nicht. Erstmal chillen. Es sieht so aus, als würde es immer noch weitergehen. Oh, danke. 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 Speichern. Keine Ahnung, spielt das, schmiert das Spiel ab oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls erstmal speichern. Boah, das war wahrscheinlich eine der schlimmsten Stellen, die ich je in einem Videospiel gesehen habe. Ganz ehrlich. So, da gehe ich auch erstmal zurück. So, ich kann wieder die Leben und so erhöhen. Ja. Sehr schön. Jetzt kann ich Waffen wieder stärken. Gut. Erstmal die Dinger hier aufballern. Die werden wahrscheinlich stärker als die Waffen, die wir jetzt haben. Wenn wir die aufleveln. Das sieht auch schon fast hier so nach Ende des Spiels aus, ne? Wie man schon sieht hier. Ich tue die erstmal aufleveln, die Waffen. Ja, ich kann nur zwei, das ist ein bisschen offensichtlich. Oh. Wo denn? Ja, wenn Shizuka hat nicht erreicht, wie soll ich denn dann? Okay, wollte schon sagen. Aber wir haben zwei. Boah, ich gehe jetzt erstmal zurück und gucken. Oh, ey. Einfach schlimm. Mich freut, dass vorbei ist. So, jetzt sind wir hier. Können noch gucken, wahrscheinlich. Ja, hey, noch mehr Gegner. Also jetzt konnte ich auch speichern. Jetzt seid ihr dran. Ah, ausgewichen.
Ja, beschissener Angriff der Typ, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, seine nächste Waffe ist ein bisschen besser. Ich mal ausprobieren, glaube ich. Die ganzen Dinger hätte ich noch gebrauchen können im Kampf. Vorhin aber nein. Der lieber hier, weiß ich nicht. Nach dem Kampf geben. Boah, einfach so. Ein paar mehr Punkte. Kommen die Gegner jetzt hier unendlich, damit ich hier farmen kann? Würde ich so machen. Weil damit ich meine Waffen hier irgendwie aufballern kann. So. Tun wir mal für jeden irgendwie die Dinge ausrüsten. Was zum Teufel? Was denn der für Kackangriffe? Was zum? Was ist das? Der Typ ist echt nicht gut als Charakter, ganz ehrlich. Was macht das überhaupt? Ich glaube, ich habe mit Kreis jetzt die Dinger geschossen, ey. Ja, das ist mal cool. Oh. Das ist mal cool. Komm mal her. Jetzt mal noch hier die neuen Dinger. Ist ja eigentlich voll optional, was ich hier mache gegen die. Oh, egal. Punkte wieder. Ich brauche ja für die neuen Waffen. Ey, was? Nein, Mann. Oh. Dreck. Oh, nein, nicht der Typ. Sollte mal die anderen Waffen hier ausrüsten, damit ein bisschen schneller geht. Wir machen wieder den hier. Kann ich jetzt Punkte für die neuen Waffen sammeln? War ich wahrscheinlich auf Screen. Weil ich mich nicht, dass schon wieder so was passiert. Und so überlevelt kann man sowieso nicht werden, wenn einem die Items ausgehen. Dann ja. Ist sowieso vorbei. Wenn wieder so was kommt. Da, wieso kriege ich auf einmal was? Wow. Ist auch gut, dass die Aufladung nicht abgebrochen werden kann. Und da ist schon wieder so ein Dicker.
Ich hoffe wirklich, dass wir spawnen immer und immer wieder. Aber wenn nicht, dann ist eigentlich egal, finde ich. Ja, ist gut, Mann. Warte, jetzt geht's auf. Was, jetzt haben wir von jedem Charakter schon gleich gesehen. Innerhalb von 10 Minuten so. Ich weiß es nicht. Hey. Pass. Pass. Boah, wie unfair. Das ist ein Zeichen für Viereck. So. Zack. Kein Bock schon wieder K.O. zu gehen, ganz ehrlich. Ja, komm mal später da rum. Meine Güte, warum ist denn der so bulky? Ich meine, besseren Waffen noch weiter aufleveln oder was? Sonne nicht. Oh, wollte schon sagen, ey. Eine Güte. So, kommt her. Das haben wir von ihnen auch wieder gesehen. Bei Zeitverschwendung hier eigentlich, ne? Ich würde lieber mit der Story weitermachen. Weil ich muss doch vorbereitet sein, verdammt. Jetzt war Viereck, leck mich. Ich habe die ganze Zeit gedrückt. Dann war Dreieck als nächstes. Okay, ich bekomme anscheinend immer was, wenn ich mehrere erledige. Dann kommen wir nehmen, wenn wir dahin gehen, dann kommen wir wieder ganz zurück, ne? Oder gar nicht. Ja, ist gut. Ich glaube, hier kann man nur hingehen, um sein Kamui aufzufüllen, ne? War umgerannt. Ja, ich glaube, ich beende Party, aber du wahrscheinlich irgendwie oft wie ein paar Punkte noch sammeln. Waffen tue ich wahrscheinlich auch offscreen aufleveln. Ich meine, verbessert man sowieso nicht viel. Ich kann ja sowieso zeigen. Ich meine, hier, das Ding hat jetzt so viel Angriffskraft. Fertig. Weil, ja. Ich möchte, dass sowas nochmal passiert. So, Achievement. Ja, Wachtstütze. Ja, ist doch jetzt schon stark. Oder auch nicht, was? Da ja, werde ich wahrscheinlich offscreen Waffen hochleveln. Ja. Dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Genji Days of the Blade. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.